war früher ein sehr ambitionierter Langläufer, heute. Zweimal die Woche 12 Kilometer mache ich noch, das klappt noch, ich gucke nicht mehr so auf die Zeiten. Und an den übrigen Tagen, wo ich das nicht mache, da fehle ich ein bisschen mein Rudergerät. Ich habe natürlich überwiegend sitzende Tätigkeiten, da muss man schon ein bisschen Bewegungsausgleich haben. Ich denke, das ist sehr wichtig, ich versuche das auch immer im Beratungsgespräch mit Leuten zu vermitteln, dass sie sich bewegen sollen, dass sie Sport treiben sollen. Jeder Mensch, der Sport treibt, ist nach meiner Erfahrung biologisch jünger als der Nicht-Sportler. Außerdem bemühe ich mich halt doch auf eine möglichst ausgewogene Ernährung zu achten. Das ist eigentlich so mein Weg, mich möglichst fit und gesund zu halten. Ich hoffe, dass natürlich auch noch alles bleibt.